Benny, das war jetzt sicherlich eine bittere Punkteteilung in letzter Sekunde. Ja, sehe ich auch so. Ist natürlich jetzt kurz vor Ende schwer, die richtigen Worte zu finden nach dem Spiel. Ich denke, das war heute ein sehr starker Auftritt von uns. Wir waren, denke ich, feldüberlegen. Alles in allem denke ich trotzdem, dass das Unentschieden dann gerecht ist. Damit müssen wir leben. Ich denke, der Auftritt, wie wir uns heute als Mannschaft präsentiert haben, war richtig stark. Und den Punkt nehmen wir so mit. Nach der Führung und nach dem Platzverweis gegen den Gegnern habe ich dich die Order ausgeben hören, dass man auf Konter setzen soll und relativ defensiv spielen soll. Wie bewertest du diese Entscheidung zu dieser Spielweise im Nachhinein? Ja, was heißt relativ defensiv? Wir wollten, was wir die ganze 90 Minuten schon gemacht haben, aus einer kompakten Abwehr heraus, wussten wir, dass beim 0-1 Kirchfeld aufmacht, dass sie natürlich mit den Wechseln, die sie dann gebracht haben, dass sie noch offensiver spielen müssen. Ne? Und deswegen auch die Anweisung auf dem Platz, aus der kompakten Defensive heraus ins schnelle Umschaltspiel über die Außen zu spielen und dann natürlich ins Zentrum einzudringen. So war der Plan eigentlich. Ne? Du hast ja den Elfmeter souverän und schön verwandelt. Wie macht man so einen Elfmeter? Der Elfmeter ist immer Glückssache, das kann man so nicht sagen. Ich denke, die Kirchfelder, da gibt es einige Jungs, mit denen ich bei Edersbach gespielt habe, die haben dem Torwart wahrscheinlich auch was mit auf den Weg gegeben, das wusste ich. Nichtsdestotrotz, das wollte ich mich nicht entgehen lassen, auch in der heißen Phase dann als Kapitän voranzugehen. Und entweder man trifft ihn oder es geht einfach weiter, das ist halt einfach so. Nachdem ihr letzte Saison eine relativ erfolgreiche Saison gespielt habt und bis in die Relegationsspiele aufgestiegen seid, was habt ihr euch diese Saison vorgenommen? Was für einen Anspruch habt ihr an euch? Ja, was heißt Anspruch? Ich denke, was wir uns vornehmen, ist doch für den Verein auch, denke ich, ganz klar. Wir wollen das Bestmögliche aus der Saison herausholen. Wir wollen die Punkte Woche für Woche sammeln. Und ich denke, wir brauchen nicht drum herum reden, dass wir da oben zurecht sind. Das hat das Spiel auch heute gezeigt. Und so gilt es auch in die nächsten Wochen zu schauen. Wir wollen uns immer von Partie zu Partie konzentrieren und versuchen, den Dreier einzufahren. Und was dabei im Endeffekt dann rumspringt, das sehen wir dann am letzten Spieltag. Ausblick auf das kommende Heimspiel gegen Kickers Büchig? Der Ausblick ist gut. Wir müssen unser Spiel wieder aufziehen, so wie heute, aus einer kompakten Defensive über die Flügel. Und da versuchen natürlich unsere Dominanz wieder auszustrahlen gegen die Kickers. Es wird ein ganz anderes Spiel wie heute, aber wir müssen den Kampf nächste Woche wieder annehmen, weil, wie wir auch heute gesehen haben, wenn wir den Kampf nicht annehmen, dann reicht das nicht über 90 Minuten. Und das ist auch nächste Woche so. Wir müssen den Kickers, das ist eine sehr starke, robuste Mannschaft, da müssen wir voll dagegen gehen und dann kommt alles von alleine. Benni, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Danke ebenso.